geht ab, YouTube? Euer Olex2202 ist mal wieder am Start zum Reward Day am Donnerstag mit Division Rivals und Foot Champions. Am Montag bzw. Dienstag kam leider nicht die Weekend League Zusammenfassung, weil ich vergessen habe, das nebenbei halt die Aufnahme laufen zu lassen. Und ja, sind leider nur Silber 1 diese Woche gekommen, war etwas für mich die anstrengendste Weekend League. Aber wir holen uns erstmal die Division Rivals Rewards ab. Nehmen hier nochmal die untauschbaren Packs. Jetzt zu Footmass kann es nicht schaden, ein paar untradable Spieler im Verein zu haben. Rang 1, da habe ich gefühlt so viel gespielt wie noch nie in einer Woche. Auch wegen dem Parolo und so. Und ja, da habe ich dann eine Menge gespielt. Und ja, ich hatte schon, bevor ich dieses Video gestartet hatte, ein bisschen Probleme in Ultimate Team reinzukommen und hoffe jetzt, dass es gut laufen wird. Aber ich kann euch hier nochmal zeigen, letzte Woche 24.520 Punkte. Ich arbeite mich auch so langsam in Richtung in Division 5, dauert zwar noch, aber das ist mit der Zeit mein Ziel. Und ja, dann holen wir noch die Foot Champs Belohnung dazu ab. Silber 1 haben wir abgeschlossen. Eine Spielerwahlobjekt, ein 25k Pack. Nee, das ist ein was anderes. Jumbo Premium Goldspieler Pack, ein 35k Pack, 20k Coins und die 2000 Quali Punkte, aber die habe ich sowieso schon vorher mal. Und ja, Kanté oder sowas oder Salah wäre nice. Es gibt auch noch ein paar andere, mit denen ich mich zufriedenstellen würde, aber wir starten sofort rein in diese Spielerwahl und wir kriegen als besten Zapata, den nehmen wir dann noch mit. Ich hoffe einfach, dass die als Informs für Footmess gelten, dann werden da auf jeden Fall ein paar meiner Spieler abgegeben. So stehen wir wieder bei 200k und ja, hoffentlich ziehen wir was Nettes aus den Packs. Ja, es lädt alles ein bisschen länger. Aber falls es jetzt noch länger dauern würde, mache ich hier einen Cut rein. Aber da sind wir schon. Imp Shop mit hier den doppelten Packs. Die sind natürlich untradable von Division Rivals. Machen erstmal die Weekend League Belohnungen auf. Mit einem Jumbo Premium Goldspieler Set. Kein Walkout schon mal und auch kein Schlitz. Auch keine Wände halt. Da war schon mal nicht so viel drin. Immerhin Spieler für einen Verein. Dann hier machen wir mal weiter mit den 225k Packs. Die müssten jetzt eigentlich untradable sein, weil die waren ja von Division Rivals. Kein Schlitz. Gucken wir mal. Ja, die sind untradable. Ja, das Stadion brauche ich nicht. Den können wir mal tauschen. Der kann dann weg. Das wird abgestoßen. Nächstes 25k Pack. Und ja, leider keine Wende. Bisher noch nicht so erfolgreich. Aber was es nicht ist, kann ja noch werden. Ja, das Trikot brauche ich nicht, den können wir tauschen. Ist der viel wert? Nö, ist er nicht, können wir abstoßen. Und hopp. Dann die 235k Packs, beziehungsweise 3 haben wir ja. 1 ist tradable, 2 sind untradable, leider keinen Walkout. Aber wir haben eine Euroleague-Karte und zwar Loftus-Cheek. Weiß ich nicht, ob das ein untradable Pack oder ein tradable Pack war. Es war ein untradable Pack. Das heißt, ich habe den jetzt untradable hier im Verein. Sonst wäre auch nur 10k wert gewesen. Aber ja, mal gucken, was ich mit dem mache. Vielleicht muss man den ja irgendwann mal in einer SBC abgeben. So, das nehmen wir alles mit. Marksman auch. Ganzen Trikots brauche ich nicht. Oh, den habe ich schon untradable, glaube ich. Ja, den habe ich schon untradable. Leider, leider. Das heißt, den müssen wir leider abstoßen. Für 0 Münzen. Nächstes 35k Pack. Ich denke, jetzt kommt noch ein untradable Set. Dann tradable Set. Wir haben einen Walkout. Das ist schon mal sehr geil. 35k Pack. Hamschick.
Das ist der Hamschick. Sven high-weighted, wenn er untradable ist, ansonsten wird er verkauft. Und noch ein Inform. Tatsächlich ist das Pack untradable. Ein untradable Inform und ein 87er Hamschick und noch ein 83er. Sehr geiles Megapack, muss man sagen. Sehr geiles Megapack. Manager Liga kommt weg. Frankreich Wappen auch. Deutschland Wappen kann man mal eigentlich mitnehmen. Hallo. Nehmen wir mal mit. Spiel hängt sich ein bisschen auf. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Aber sehr geiles Pack. Untradable Hamšík und untradable Charles in Form. Nächstes Megapack, komm. Ah, schade, im Tradable ist da nicht so. Das Krasse drin, da haben wir nicht mal Wände hier. Schade, schade. Aber Castells haben wir hier, ja. Sind aber alle nichts wert, aber nehmen wir alles mit in den Verein. Das kommt hier, kommt weg. Und ja, kommen wir noch zu den 245k Sets. Die sind auch beide untradable. Nochmal einen Walkout wäre geil. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Tafeln hätte ich mir jetzt schon gewünscht, aber ja, gibt keine Tafeln hier. Casillas, die sind alle. Oh, den haben wir schon, untradable. Suso können wir noch abstoßen. Und den auch. Den müssen wir dann halt für 0 Münzen abstoßen. So ist das dann. Und jetzt letztes Prime Gold Spieler Set. Kein Walkout. Kein Schlitz. Keine Wand hier. Schade, schade, aber so ist es halt. Egal, wir hatten Hamšík untradable, Inform untradable. Ging schon mehr oder weniger klar, will ich mal sagen. Roter Inform war leider nicht so krass. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und für mehr gerne den Kanal abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.